Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres KT1-Stadtgespräches. Dieses Mal begrüße ich den Wiener Kabarettisten Markus Hauptmann, mit dem ich unter anderem auch über Highlights aus der Schule, seinem Kabarettprogramm plaudern werde. Schön, dass du zu uns ins Stadtgespräch gekommen bist, dass du aus Wien angereist bist. Chapeau! Ich danke sehr, sehr viele Male. Ich bin 3,5 Stunden hergefahren und habe mich einfach nur gefreut, endlich mit dir zusammenzutreffen. Schön. Ja. Jetzt sind wir zusammen. Ja. Und offiziell, Markus, auf deiner Homepage steht unter anderem, Zitat, ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Markus Hauptmann und ich bin Volksschullehrerin. Wie jetzt? Der Klassiker. Das ist die klassische Einstiegsfrage. Warum? Nein. Das war, ich habe das irgendwie umgekriegt über mich selber. Weißt du, ich habe mir, wie ich vor 3 Jahren angefangen habe mit dieser Schulkabarettgeschichte, habe ich mich selber als Volksschullehrerin tituliert im Pressetext. Ja, das war einfach nur ein Pressetext, aber ich dachte, das wird nie wieder irgendwie zur Sprache kommen. Und seit damals werde ich überall anmoderiert oder angesprochen oder sonst irgendwas als Frau Lehrerin. Ja, Herr Lehrerin, Frau Lehrerin. Ja. Und Gott sei Dank nicht in der Schule. Er ist nämlich Volksschullehrerin. Ich bin nach wie vor Lehrerin. Ja, im echten Leben Volksschullehrer. Im echten Leben, ja, genau. Und was war die Frage jetzt? Du hast keine Frage gestellt eigentlich. Wegen der Lehrerin, ja genau. Und es ist mir halt jetzt auch geblieben. Und warum habe ich das damals gemacht? Ich war bis jetzt an 2 Schulen. Und an beiden Schulen war ich immer der einzige Lehrer. Jetzt sind wir, glaube ich, 2. Aber sonst war ich immer der einzige Lehrer. Und ich habe mir gedacht, ich stell mich jetzt mit den Mädels auf eine Stufe, auf die höhere Stufe. Gegendert. Du hast einfach genau. Von... Und jetzt bleibt es dabei, jetzt bin ich die Volksschullehrerin und ich finde das eigentlich ganz nett. Ist ja schon der erste Gag. Wirklich? Habt ihr Lacher eingespielt? Was? Lacher einspielen. Achso, okay. Ist ja schon der erste Gag. Warum bist du denn Lehrerin geworden? Warum bin ich Lehrerin geworden? Weil ich... zu faul war, ein anderes Studium. Ich habe drei Wochen Jus studiert und bin draufgekommen, ja genau, ich habe damals geglaubt, ich muss den Kennedy-Fall neu aufrollen und darum mache ich jetzt Jus und bin dann in der Jus-Vorlesung gesessen, in der Einführungsvorlesung und mir denkt, nein, das schaffe ich nicht, das geht nicht. Ja. Und dann habe ich halt ein Studium gebraucht, wo sie mich doch ein bisschen in den Hintern treten. Ne? Wo du 3/4 Anwesenheitspflicht hast. Und das war die BEDAG. Eine Freundin von mir hat damals auf der BEDAG gearbeitet. Ich habe nicht, das war nicht in mir, ja, dass ich unbedingt Lehrer werden muss. Es war nie in mir. Allerdings, wie ich dann fertig studiert habe, mittlerweile bin ich jetzt mit Leib und Seele. Also ich bin froh, dass das damals so gerannt ist. Aber es war nicht mein ursprünglicher Berufswunsch. Aber wer weiß, es könnte schon sein, dass es in dir war und du hast es nicht bemerkt. Du bist ein Kind der 80er Jahre, also ein Vertreter dieser berühmten Future-Generation. Du hattest aber schon genaue Vorstellungen deiner künftigen Berufswahl und deine Mama war nicht begeistert. Ist das jetzt im echten Leben so oder ist das auch was Kabarettistisches? Meine Mutter war hochbegeistert, um Gottes Willen. Hochbegeistert, wie ihr gesagt habt, dass ich mit Jus anfange. Hat ziemlich schon mit Schmiss im Gesicht umeinander rennen gesehen. Und wie ich dann gesagt habe, ich gehe auf die BEDAG, dann war alles gut. Ja. Da war alles gut. Also, du hast ja auch einen tollen Titel, kann man ja auch bei dir lesen, Dippelbett. Ich bin ein Dippelbett. Du bist ein Dippelbett. Ich bin 43 und bin Dippelbett. Ja? Ja, Dippelbett. Aber es gibt Kollegen und Kolleginnen, die haben einen weitaus lässigeren Titel als du. Was meinst du jetzt? Schaut, habe ich mir nicht hingeschrieben, aber es steht auf deiner Homepage. Ach so, ich verstehe schon, was du meinst. Die IKEA-Fraktion, oder was war das? Nein. Ja, der Stiegel aus dem Programm stimmt. Also Dippelbett, ich bin der Dippelbett. Ja, ja. Und das ist ja so quasi der Oberbegriff für die Volks- und Hauptschullehrer. Ja. Ne? Und dann gibt es aber eben noch die Lehrer, die du eben gerade angesprochen hast, die sich spezialisiert haben. Mhm. Schwimmlehrer, Wasserbett. Ja. Ja. Und der Schwedischlehrer, der IKEA-Bett. Und mein Lieblingslehrer... iPad. Der egomanische Englischlehrer. iPad. Ja. Sehr gut. Cool, gell? Du sagst unter anderem auch, oder besser gesagt, ich habe es gelesen, dass du deinen Beruf inzwischen schon sehr gerne magst, weil da geht es ziemlich chillig zu. Chillig? Wo hast du das gelesen? Auf deiner Homepage. Du musst einmal überarbeiten, vielleicht stimmt das alles gar nicht mehr. Nein, Volkslehrer ist kein chilliger Beruf. Ja, steht drauf.
Wirklich? Aha, hast du... Mein Manager sitzt da drüben. Hallo Manager. Du mach gleich Handy auf und das passt. Schauen wir mal, was weiter noch kommt, gell? Okay. Was alles auf deiner Homepage steht und was der Manager ändern muss. Findet dich deine Lehrerkollegenschaft eigentlich lustig? Also jetzt auf der Bühne und dann auch in der Schule. Wie ist das so, deine Wahrnehmung? Ja, das Interessante ist, dass meinen direkten Kollegen in der Schule ist das super wurscht, was ich mache. Mhm. Die kommen auch nur zu einem sehr geringen Teil ins Programm. Ja, das sind meistens die aus den anderen Schulen. Ich weiß nur, ich habe das erste Programm geschrieben habe, da hatte ich eine Lehrerin im Programm drinnen, das war die Frau Reintaler, die sich um 7:45 in der Früh Wodka ins Schulmilchbackerl hinein. Im Kabarettprogramm. Im Kabarettprogramm. Und es gab dann in dieser Schule, wo ich damals unterrichtet habe, gab es eine Dame, die, sie war nicht Vorbild, was den Alkoholismus betrifft, aber ich habe sie so ein bisschen umschrieben, dass sie, also es hat jeder gewusst, dass sie das ist. Und da ist sie dann doch des Öfteren angeredet worden und irgendwie geschaut, hat sie eine Fahne oder nicht. Nein, also... War aber nicht so dann, gell? Nein, war nicht so. So ein Schulkabarett, denke ich mir, das muss doch ein sehr ergiebiges Thema sein, oder nicht? Ja, ich mache mittlerweile das dritte Programm über die Schule. Aha. Und es ist ergiebig, es erschöpft sich dann aber auch irgendwann einmal. Also so nach 3 Programmen kann man dann schon sagen, jetzt kann man es auch dann wieder gut sein lassen. Ich meine, es kommt immer wieder was dazu. Sämtliche Bildungsreformen, die da so am... Plan stehen, die dann eh nicht eingehalten werden und so weiter. Aber jetzt spiele ich eben das Best-of-Programm aus den 3 vorherigen Programmen, diese Schulprogramme. Das nächste Programm wird auch noch mit Schule zu tun haben. Mhm. Oktober 17 primär im Übrigen. Okay. Habe noch keinen Titel. Aber da wird es dann quasi um die Diskrepanz gehen, Lehrer, Papa. Ich bin ja Papa von einer 2,5-jährigen Traumprinzessin. Und dieses als Lehrer sehe ich das auch so und als Papa sehe ich es jetzt dann aber doch ganz anders. Ja. Wenn du zum Beispiel, einfach nur ein Beispiel, ich habe mich früher immer mörderisch abgehauen, wenn ich auf Projektwoche gefahren bin oder Skikurs oder sonst irgendwas und die Eltern draußen gestanden sind, irgendwie so Tränen in die Augen und so. Also ich habe mich nicht angehauen, aber ich habe mir gedacht, bitte, ich meine, bleibt cool, entspannt euch, fahrt ja eh mit mir, die fahren ja eh mit mir, ich passe eh auf sie auf. Wenn ich jetzt aber davon ausgehe, dass meine Kleine irgendwann einmal auf Skikurs fährt oder ich sie eine Woche nicht sehe, ich werde mir wahrscheinlich hinten am Bus anhängen und mich mitschleifen lassen. Und da, so wird es sein. Bitte? So wird es sein. So wird es ganz sicher sein. Oder erster Schultag, Abnabelung, das kannst du bei mir vergessen. Das ist sinnlos. Und ich habe das aber früher nicht so gesehen in der Schule. Ja? Früher in der Schule, das war irgendwie alles so belächelnd ein bisschen. Ich habe sie nicht ausgelacht oder sonst irgendwas, ich habe es belächelt. Ja? Also man sieht... Man muss jetzt wirklich von 2 Warten hergehen. Der Lehrer, der Papa. Und das wird dann auch das nächste Programm sein. Also bin ich abgeschwiefen. Bist abgeschwiefen, aber das macht überhaupt nichts. Aber wie bei allen Dingen, Markus, wenn man sie selbst nicht erlebt, sind sie nur ganz, ganz schwer nachvollziehbar. Ja? Mhm. Jetzt bist du Papa. So, jetzt weißt du genau, warum die anderen so reagiert haben. Weil du gesagt hast, Beste aus 3, ich kann jetzt vermuten oder eventuell auch unterstellen, dass jetzt Kabarettisten nur deshalb ein Best-of machen, weil ihnen nichts mehr Neues einfällt. Okay, passt. Nächste Frage. Man muss ja eins sagen, jetzt meine Tochter, ich spare ja schon auf die teuren Elite-Schulen in der Schweiz, die kosten auch Geld und ich hole jetzt einfach nur Kohle rein, was geht, ohne megamäßigen Aufwand, der Herr Manager freut sich wieder mit. Da musst du dich aber voll abnabeln, gell? Wegen Elite-Schule in Schweiz, mach dich auf was gefasst, wenn sie dorthin geht. Da fahr ich mit. Ich zieh ja dann in die Schweiz. Was hast denn du glaubt? Dass ich da bleib? Ach, wie schön. Fähr da mit der Prinzessin. Du schreibst ja jede Menge Kolumnen. Jede Menge? Ja, doch auch. Er schreibt ein paar Kolumnen. Sehr große Zeitung, stimmt. Wo kann man die lesen? Also wo? Die gibt es leider nur in Wien. Wobei, stimmt nicht, in der Kärntner, stehe ich auch hin und wieder drinnen. In SLÖ-Zeitung. SLÖ, Kärnten. In der SLÖ. SLÖ, ja. Darf man das sagen eigentlich? Achso, ihr seid eh rot jetzt, dann sicher darf ich sagen. SLÖ-Zeitung in Kärnten, darf ich das sagen. Erzählen? Ja. Naja, so einfach ist das nicht. Das ist du kannst jetzt erzählen, wo es drinnen steht, dort steht es drinnen. Genau. Ja? Das hat ja jetzt... Wirtschaftszeitung. Ja, wir werten ja jetzt nicht. Dort ist es drinnen, da kann man es nachlesen. Auf Facebook auch? Facebook
oder? Ja, da schreibe ich hin und wieder, schreibe ich sie dann auch auf, auf meiner Homepage. Auf der Homepage, die Kolumnen. Mhm. Du sag einmal, hast du oft geschwänzt? Ja, ständig eigentlich. Wobei, stimme, also in der Volksschule selber, da war ich das bravste Kind auf dem Planeten. Ich habe sogar damals, weil Gedächtnisübung ist ja klar, oder? Was ist das jetzt? Gedächtnisübung, auswendig lernen, Geschichten und so weiter. Und wir mussten damals uns vor die Klasse stellen. Und diese Gedächtnisübung, dieses Gedicht aufsagen. Und ich war so schüchtern, ich habe das meiner Lehrerin, die ich geliebt habe, die ich wirklich verehrt habe, die heiraten wollte, das war ein bisschen ein größerer Altersunterschied, aber die ich heiraten wollte damals, habe ich das ins Ohr gesagt, weil ich mich einfach nicht traut habe. Ich habe nie vor anderen reden können. Nie. Und im Gymnasium ist das dann besser geworden und die letzten zwei Jahre, siebte, achte Klasse. Vielleicht, weil du mehr geschwänzt hast, ne? Vielleicht, weil du dir von draußen die Themen dann geholt hast. Ja, genau, das kann man diplomatisch tun. Ach so, ich wollte nur schützen. Ja, wir alle haben mal geschwänzt. Also in der Volksschule schwänzt man noch nicht. Ab dem Zeitpunkt, wo du selber die Entschuldigungen unterschreiben kannst, na hallo, ich meine, wer macht das nicht, außer die Hardcore-Streber? Ja. Ja, ich kenne einige, die das nicht gemacht haben. Du sag einmal, stehst du völlig allein auf der Bühne? Nein, ich habe einen der geilsten Pianisten dieses Landes bei mir, den Martin Mader. Ja, erzähl mir. Der mit ganz vielen großen Stars schon auf der Bühne gestanden ist. Ja. Mit dem Karl-Heinz Hackl zum Beispiel damals, Georg Danzer und so weiter. Und er ist bei mir, weil er jetzt quasi am Zenit seiner Karriere angelangt ist und darf mit mir spielen. Nein, ist ein Blödsinn. Er ist einfach wirklich der Beste, den du kriegen kannst. Ja, ich habe gelesen, dass das ganz ein toller Pianist sein soll. Also und nicht nur Pianist, auch Schauspieler lustigerweise. Wir spielen ja Szenen gemeinsam. Und das war mir gar nicht so klar, wie wir dann zusammengekommen sind. Und wir sind dann draufgekommen, dass er eigentlich besser schauspielen kann als ich, weil ich kann ja gar nicht schauspielen. Ich kann ja nur blöd reden. Ja? Du kabarettisierst. Ich kabarettisiere, aber er ist ein richtig guter Schauspieler, wo ich mich wirklich warm anziehe. Ja, ein wahrer Glücksfall, oder? Absolut, absolut. Weil oft ist es schon schön, in seiner also Konferenz in Anführungszeichen, in seinem Miteinander, sich die Bälle zu spielen. Ja, das und aber auch vorher. Und nachher. Ja, ich bin nicht gern allein unterwegs. Ich bin, wenn wir irgendwo durch Österreich fahren, bin am liebsten zu zweit. Ja. Wir sitzen dann zu zweit im Auto, wir verbringen den Abend gemeinsam, dann die Nächte danach. Also, du weißt, wie ich es meine. Ja, natürlich. Genau. Ja. Und das ist schöner einfach, als alleine. Ist einfach nicht allein, ne? Nein. War gut. Sollte das da Kabarett machen, wirklich. Der war wirklich gut. Schreib mit. Danke. Herr Manager schreibt mit, genau. Die Moderatorin hat ein kabarettistische Züge. Absolut. So. Eine Zeitung schrieb einmal über dich. Du bist der lustigste Lehrer Österreichs. Das haben sie geschrieben. Ich weiß, ich kenne nicht. Ich kenne nicht alle Lehrer. Aber ich glaube, dass ich kein so unlustiger Mensch bin. Ja. Wie bist du denn in der Volksschule? Also wie in der Schule, in der Klasse? In der Klasse. Weißt du, der Mensch hat immer eine Eigenwahrnehmung. Und natürlich, nicht, haben wir alle. Und dann gibt es noch diese Außenwahrnehmung. Also aber wie würdest du dich selbst einschätzen in der Klasse? Ich würde mich als liebevoll streng einschätzen. Also ich bin nicht der lockere, laissez-faire Mensch, der sagt, ja, macht's was wollt. Ja. Ich bin schon, also es würden sich einige Leute ziemlich wundern, wenn sie mir in der Klasse unterrichten sehen täten. Aber meine Kids, glaube ich, jetzt behaupten zu können, die mögen mich schon sehr gerne. Und wir haben sehr viel Spaß auch in der Klasse. Ja. Hast du irgendeinen Unterschied bemerkt, seit du Papa geworden bist? Also dein Verhalten innerhalb der Klasse? Ja. Naja, ein Unterschied. Ich bin jetzt nicht, weiß Gott, wie anders als vorher, aber ich verstehe Dinge jetzt mehr. Also, ob das jetzt von der Elternseite ist, aber auch von der Kinderseite natürlich. Ja. Wo ich früher halt doch irgendwie dann Tono strenger war, da fahre ich dann doch einen Gang runter bei gewissen Dingen. Ich kann dir jetzt kein Beispiel nennen auf die Gache, aber es ist ganz oft, dass ich mich ertappe, wo ich mir denke, mein Gott, na, wenn meine Kleine dann irgendwann einmal da sitzt und sagt, tu es nicht, bleib ruhig. Ja, so eine gewisse Väterlichkeit, ne? Ja, oder? Durch du Papa geworden bist. Ja. Hat ja, denke ich, noch mehr Qualität. Absolut, gell? Ja. Kann ich mir vorstellen. Ich habe gelesen, werden wir schauen, ob wir die Homepage, Herr Manager, ob wir da bei der Homepage weiterhin was machen müssen. Also, ich habe gelesen,
dass du in den beiden Sommerferien Monaten das Haus nicht verlässt. Zwinker, Zwinker. Zwinker, kannst Zwinker. Du damit was anfangen? Hast du schon mal gesehen, gehört, gelesen auf deiner Homepage? Ja, immer eine sehr überzeichnete Geschichte, aber Leute, die mich kennen und die mich massiv beneiden um meine 9 Wochen, die ich frei habe, die ich ja natürlich nicht frei habe, weil ich ja massiv viel vorbereite für das. 2 Monate lang, ne, kann man sagen. Ja, vorbereiten durch ganz viel. Und die mich dann halt irgendwie da doch ein bisschen beneiden drum. Ja. Und das, du kriegst es dann schon mit, dass halt gewisse Menschen dann doch also ein bisschen Eifersucht in sich tragen, wenn sie mich dann halt mit den Flipflops auf der Straße gesehen, während sie in die Arbeit fahren. So nach dem Motto, grüß Gott, Herr Hauptmann, entschuldigen. Stimmt. Ja, wenn du so ungeschützt aus dem Haus gehst. Ja. Da muss er schon ein bisschen aufpassen. Okay. Fühlst du dich als wahrer Bildungsexperte? Nein, ich maß mir das gar nicht an. Es gibt auch keine wirklichen Bildungsexperten, finde ich. Die Bildungsexperten, die sich Bildungsexperten nennen, in der Zeitung oder im Fernsehen oder sonst irgendwas, das sind für mich, ich tituliere sie immer als Marktschreier. Ja? Das sind einfach Menschen, die ihre Bücher verkaufen wollen, die tausende toller Ideen haben in der Theorie, die aber noch nie irgendwas mit der Praxis zu tun gehabt haben. Ja? Das sind für mich dieses Wort Bildungsexperte ist für mich ein Lehrer, ja, oder eine Lehrerin. Jetzt habe ich aber vorher gesagt, ich bin nicht der Bildungsexperte. Ich meinte das jetzt im Sinne von denen, die im Fernsehen öffentlich ständig sagen, wie sie es sehen und wie es richtig geht, weil das wissen nur die, die wirklich drinnen arbeiten. So, habe ich es jetzt so erklärt, dass du das verstanden hast? Okay. Haben wir es verstanden? Wir reden noch drüber, gell? Wir sind uns noch nicht ganz sicher. Du, sag mal, wie läuft es denn so grundsätzlich in der Kabarettszene in Wien? Gibt es genügend Publikum für all die Kabarettisten? Also ich kann jetzt nicht beklagen. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, weil ich gehe kaum noch ins Kabarett zu anderen Kollegen. Aber weil du Zeit hast? Ja, nein. Also wenn ich nie, ich spiele irrsinnig viel und wenn ich nicht spiele, bin ich am liebsten daheim. Bei meiner Familie, bei meiner Frau. Ich kenn das. Ich sehe, wobei ich schon zugeben muss, also wenn es dann solche Kabarett-Mischmarsche gibt, wo halt 3-4 Kollegen spielen, ja, dass ich dann schon mir denke, na, das könnte ich mir dann doch vielleicht wieder mal anschauen, aber ich tue es dann nicht. Aber du hast es vor. Ja, absolut. Ja. Absolut, ich habe es vor, aber ich tue es trotzdem nicht, weil ich dann doch lieber daheim bin. Weil ich einfach in Wahrheit ein total fauler Hund bin. Ah ja. Ja, ich bin ein Couchpotato. Ein Couchpotato, wie im Buch steht. Das auch noch geklärt haben. Ja. Na, Herr Manager, cool, oder? Was? Ich geb's zu. Du, dein Terminkalender ist voll bis Ende April 2017, so im Groben und Ganzen, oder? Frag mich, ich weiß es auch. Ende 2017. Du, was machst du? Ja, aber bis April 2017 ist ein Auftritt nach dem anderen. Viele Auftritte, ne? Er nickt. Aus der Schule, der spielt. Genau. Ach so, ja, die Highlights, ja, genau. Die höre ich mit der, da ist der April 2017, 29. April. Du hast deine Hausaufgaben gemacht. Yes, babe. Stempel. Ja, kriege ich ein Sterntel. Hast du gut gemacht. Ein Sterntel kriege ich. Wir sind am Ende. Also, ich meine, ist das nicht unglaublich? Was sagt deine Uhr am Ende? Sag einmal, bist du mal in Kärnten oder möchtest du bei uns in Kärnten? Ja, unbedingt. Ich mag kommen. Also bitte, wenn es irgendwo, wo ist die Kamera, wenn es irgendeinen Kabarettbetreiber gibt, ja, einfach melden bei uns, beziehungsweise wir melden uns eh auch. Wir würden wahnsinnig gern herkommen, weil ich will auch, dass die Gabriela live zuschauen. Komm, bitte, tu es mir den Gefallen, bitte. Kärnten ist ein Wahnsinn. Ja, das war ganz schön war. Ich schau aus. Ich schau aus. Das war ja urkurz. Ich bin 3,5 Stunden dahergefahren. Ja, hallo? Ja, aber wegen mir. Absolut. Und weil du gewusst hast, dass es voll toll werden wird. Danke, Markus. Ja, ich sag danke. Voll cool. Ja, also wir könnten ja noch so reden, ich sag's Ihnen zu Hause. Danke fürs Zusehen. Wenn Sie sich dieses Gespräch oder auch andere ansehen wollen, dann geht das auch auf www.kt1.at. Bis zum nächsten Mal und ich sage immer, gesund bleiben und nicht auf den Humor vergessen. Lachen ist so gesund. Ja, Lachen ist gesund. Lele. Danke.